an die Teilnehmer. Was ist wohl die wichtigste Frage, die wir euch in den nächsten Tagen stellen werden? Gibt es die Übersicht? Gibt es nicht? Dann mache ich das so. Also. Hat jeder zwei Arme? Zwei Hände, kurz zeigen. Super, funktionieren noch. Deshalb die Frage, wer von euch liebt Einwände? Das sind weniger als 1%. 1,2%. Draußen an dem Bildschirm auch mal die Arme hoch. Super, habt ihr fein gemacht. Toll. Ich kann es zwar nicht sehen, aber spüren. Wer von euch hasst Einwände oder empfindet Unbehagen? Hände hoch. Für weniger nur eine Hand, für mehr gleich beide. Geht das höher? Haben wir das hinten in der Helmkamera? Sehr gut. Das heißt, alle hier anwesenden Personen haben einen guten Grund, in den nächsten 6 Tagen die Ohren zu spitzen. Das Motiv der Gruppe stimmt überein. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie der Klaus-Peter, die im Verkaufsgespräch vielleicht vermutlich Folgendes sagen. Lieber Kunde, sind Sie auch der Meinung, dass Sie hier mal endlich ein bisschen stänkern könnten? Es kann ja nicht sein, dass Sie einfach so kaufen oder einen Termin rausrücken. Komm, ich war doch nicht umsonst bei Bayreuther und habe dort die Einwandbehandlungstechniken erlernt. Jetzt bringen Sie mir doch mal einen Spruch. Und tun nicht so, als wäre alles super. Schließlich machen wir alle Fehler. Welchen Einwand wollen Sie denn heute mal? Und der Kunde wäre natürlich zu Recht überrascht. Nein, nein, in der Regel läuft es ja so, dass die meisten hier im Raum vor, während und nach einem Gespräch beten, zu welchem Gott auch immer, der Kunde möge möglichst still sein. Und wenn er was sagt, soll er genau die Dinge sagen, die mich nicht weiter in Bedrängnis bringen, damit ich durchgleiten kann. Insofern stimmt die Motivation der Gruppe überein. Die Mehrheit von euch möchte das Gefühl des Hasses in Liebe verwandeln. Versprochen, das wird funktionieren. Weil mit der Zunahme der Möglichkeiten und ihrer Wirkung werdet ihr ganz von selber eure Einstellungen, Einwänden gegenüber ändern. Ohne dass wir das nochmal extra als Hauptschwerpunkt immer wieder vor Augen führen müssen. Das ergibt sich ganz von selbst. Weil ihr alle logisch denken könnt. Und weil ihr vor allem in der Lage seid, die Folgen aus der flexiblen Anwendung dieser Techniken abschätzen zu können. Das wird von Beginn an der Fall sein. Das ist ein Versprechen, was ich euch gebe. Obwohl die meisten Einwände hassen, trotzdem die Frage an euch, wer macht trotzdem hin und wieder regelmäßig Einwandbehandlung? Wer behandelt überhaupt Einwände, egal wie? Super, ihr seid der richtige Masochisten. Obwohl ihr Einwände hasst, behandelt ihr sie. Ich kenne Menschen, die machen Folgendes: Wenn sie andere Menschen hassen, lassen sie sie gar nicht erst rein. Die bleiben vor der Tür. Ihr bittet sie also herein, kocht Kaffee, sagt dem Einwand, bitte nehmen Sie hier Platz, und widmet dem Einwand eure Aufmerksamkeit und behandelt ihn vermutlich liebevoll. In der natürlich menschlich völlig korrekten Ansicht, dass durch euer Gesamtverhalten der Einwand den Eindruck gewinnt, Mensch, der Verkäufer ist ja eigentlich ganz nett, ich ziehe mich zurück oder ich gebe klein bei. Wie macht ihr das? Wie behandelt ihr Einwände? Geht ihr nach Freischnauze vor? Werft ihr Argumente ins Feld? Was genau tut ihr?